Kapitel 21. Celeste war zur Anführerin unserer unverhofft entstandenen Schwesternschaft geworden. Es war ihre Idee, mit unseren Zofen und ein paar großen Spiegeln hinunter in den Damensalon zu gehen und uns einen ganzen Tag lang gegenseitig zu verschönern. Dafür gab es zwar keinen wirklichen Grund, da keine von uns auch nur ansatzweise einen besseren Job machen konnte als die Leute im Palast, trotzdem war es lustig. Chris hielt meine Haarspitzen über meine Stirn. Hast du schon mal über ein Pony nachgedacht? Schon öfter, bestätigte ich und zupfte an den Fransen, die mir knapp über den Augen hingen. Aber meine Schwester war von ihren immer mal wieder genervt, deshalb habe ich es dann doch nicht gemacht. Ich glaube, du würdest sehr hübsch damit aussehen, sagte Chris begeistert. Ich habe meine Cousine schon mal einen geschnitten. Das könnte ich bei dir auch machen, wenn du willst. Klar, warf Celeste ein. Lass sie ruhig mit einer Schere in die Nähe deines Gesichts, America. Ganz tolle Idee. Wir brachen in Lachen aus. Sogar vom anderen Ende des Raums her hörte ich leises Kichern. Ich schaute hinüber und sah, wie die Königin die Lippen zusammenpresste und so tat, als konzentrierte sie sich auf das vor ihr liegende Schriftstück. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass sie unsere Aktion unpassend finden könnte. Doch ehrlich gesagt hatte ich sie noch nie so fröhlich erlebt. Wir sollten Fotos machen, sagte Elise. Hat jemand eine Kamera? Fragte Celeste. Ich bin ein echter Profi. Maxen natürlich, rief Chris. Kommen Sie bitte mal kurz, sagte sie zu einer Zofe und winkte sie herbei. Warte, sagte ich und schnappte mir ein Blatt Papier. Also, Eure allerhöchste Hoheit, die Damen der Elite benötigen umgehend eure modernste Kamera für. Chris kicherte und Celeste schüttelte den Kopf. Für eine Studie in weiblicher Diplomatie, vervollständigte Elise den Satz. Gibt es das wirklich? Fragte Chris. Celeste warf die Haare zurück. Wen interessiert das? Ungefähr 20 Minuten später klopfte Maxon an die Tür und schob sie 1 Zentimeter weit auf. Darf ich hereinkommen? Chris lief zur Tür. Nein, wir brauchen nur die Kamera. Und damit nahm sie ihm den Apparat aus der Hand und machte ihm die Tür vor der Nase zu. Celeste ließ sich lachend auf den Boden fallen. Was tut ihr da drin? Rief er, doch wir gaben keine Antwort. Wir waren viel zu sehr damit beschäftigt, uns tot zu lachen. Wir posierten hinter den Zimmerpflanzen, hauchten Küsse in die Luft und Celeste zeigte uns, wie man sich ins rechte Licht setzte. Als sich Chris und Elise auf das Sofa legten und Celeste sich über sie stellte, um noch mehr Fotos zu schießen, blickte ich wieder zur Königin. Sie lächelte zufrieden. Irgendwie kam es mir falsch vor, dass sie nicht auch mit dabei war. Also schnappte ich mir eine der Haarbürsten und ging zu ihr. Hallo Lady America, begrüßte sie mich. Darf ich Ihnen die Haare bürsten? Ihr Gesichtsausdruck spiegelte gemischte Gefühle wider. Trotzdem nickte sie. Aber natürlich, sagte sie leise. Ich stellte mich hinter sie und griff in ihr wunderbares Haar. Wieder und wieder fuhr ich mit der Bürste hindurch, wobei ich die anderen Mädchen beobachtete. Es freut mich von Herzen, dass Sie jetzt alle so gut miteinander auskommen, bemerkte Königin Amberlee. Mich auch. Ich mag die drei. Ich schwieg einen Moment lang. Es tut mir leid wegen des Gerichtstags. Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen. Ich wollte nur. Schon gut, Liebes. Sie haben es mir ja schon vorher erklärt. Es ist eine schwierige Aufgabe. Und es schien so, als sei Ihr Delinquent sehr krank gewesen. Das machte mir klar, wie ahnungslos sie war. Oder vielleicht hatte sie auch einfach beschlossen, nur das Beste von ihrem Mann zu denken. Als ob sie meine Gedanken gelesen hätte, sagte sie: Ich weiß, Sie finden den König so hartherzig, aber er ist ein guter Mensch. Sie haben keine Ahnung, was es bedeutet, in seiner Haut zu stecken. Wir alle müssen mit dem Druck irgendwie klarkommen. Er leistet sich ab und zu einen Wutanfall. Ich brauche viel Ruhe und Maxon versucht es mit Scherzen. Das tut er, nicht wahr? Sage ich und lächelte. Die Frage ist, wie würden Sie damit umgehen? Die Königin wandte mir das Gesicht zu. Ich glaube, Ihre Leidenschaftlichkeit ist eine Ihrer besten Eigenschaften.
Wenn Sie lernen könnten, sie zu kontrollieren, wären Sie eine wundervolle Prinzessin. Ich nickte. Ich habe sie enttäuscht und das bedauere ich. Nein, nein, Liebes, sagte sie und drehte sich wieder nach vorn. Sie haben ihr Potenzial. Als ich in ihrem Alter war, habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Ich war schmutzig und hungrig und manchmal auch wütend. Aber ich war unsterblich in den Prinz von Elea verliebt. Und als ich die Chance bekam, seine Frau zu werden, lernte ich diese Gefühle zu kontrollieren. Auf die künftige Prinzessin warten eine Menge Aufgaben. Aber vielleicht kann man sie nicht so angehen, wie sie sich das wünschen. Sie müssen lernen, das zu akzeptieren. Verstehen Sie? Jawohl, Mom, sagte ich scherzhaft. Mit versteinertem Gesicht wandte sie sich um und sah mich an. Ich meine, Ma'am. Ihre Augen glitzerten und sie blinzelte ein paar Mal, dann drehte sie sich wieder nach vorn. Wenn es so ausgeht, wie ich glaube, ist Mom schon in Ordnung. Jetzt war ich an der Reihe, die Tränen wegzublinzeln. Es war nicht so, als ob ich meine Mutter ersetzen wollte. Aber es war ein ganz besonderes Gefühl, mit all meinen Fehlern von der Mutter des Mannes akzeptiert zu werden, den ich vielleicht heiraten würde. Jules drehte sich um, entdeckte uns und kam zu uns herüber. Was für ein hübsches Bild! Bitte lächeln! Ich beugte mich vor und legte die Arme um die Königin Amberlee. Und sie berührte meine Hände. Danach posierten wir Elite-Mädchen abwechselnd mit ihr und brachten sie sogar dazu, ein albernes Gesicht zu ziehen. Unsere Zofen drückten auch ein paar Mal auf den Auslöser, damit wir alle aufs Foto konnten. Als der Abend anbrach, war ich mir sicher, dass dies mein bislang schönster Tag im Palast gewesen war. Aber vielleicht würde ja schon bald ein noch schönerer folgen, denn Weihnachten stand vor der Tür. Meine Zofen richteten gerade meine Haare, was nach Ellies katastrophalem Versuch, mir eine Hochsteckfrisur zu machen, dringend nötig war, als es an der Tür klopfte. Mary ging eilig hin, um zu öffnen, und ein Wachmann, dessen Namen ich nicht kannte, betrat das Zimmer. Ich hatte ihn schon oft gesehen, meist an der Seite des Königs. Meine Zofen knicksten und ich war nicht mehr als nur ein bisschen beklommen, als er vor mir stehen blieb. Lady America, der König verlangt Ihre sofortige Anwesenheit, sagte er kühl. Stimmt etwas nicht? Versuchte ich Zeit zu gewinnen. Der König wird Ihre Fragen beantworten. Ich schluckte. Alle möglichen Schreckensszenarien schossen mir durch den Kopf. Meine Familie war in Gefahr. Der König hatte einen Weg gefunden, mich in aller Stille zu bestrafen. Er hatte erfahren, dass Max und ich uns heimlich aus dem Palast geschlichen hatten. Oder die vielleicht schlimmste aller denkbaren Möglichkeiten. Jemand hatte meine Verbindung zu Espen entdeckt. Ich versuchte, meine Angst zu unterdrücken. Der König durfte sie mir nicht anmerken. Ich komme mit Ihnen. Ich stand auf und folgte dem Wachmann. Als ich das Zimmer verließ, warf ich meinen Zofen einen letzten Blick zu. Ich sah die Unruhe in ihren Gesichtern und wünschte, ich hätte mich nicht umgedreht. Wir gingen den Flur entlang und dann die Treppe zum dritten Stock hinauf. Ich wusste nicht, wohin mit den Händen. Deshalb berührte ich tauernd meine Haare, mein Kleid oder verschränkte die Finger. Als wir in der oberen Etage, etwa in der Mitte des Flurs angelangt waren, entdeckte ich Maxon, was mich ein bisschen aufbaute. Er stand vor einer Zimmertür und wartete auf mich. Er wirkte nicht beunruhigt, aber er verstand es auch besser als ich, seine Angst zu verbergen. »Worum geht es?«, fragte ich flüsternd. »Ich habe genauso wenig Ahnung wie du.« Der Wachmann postierte sich vor der Tür und Maxon geleitete mich hinein. An einer Wand des großen Zimmers standen Bücherregale. Auf Staffeleien waren diverse Landkarten ausgebreitet. Es gab mindestens drei Karten von Elea, die mit verschiedenfarbigen Markierungen versehen waren. An einem großen Schreibtisch saß der König mit einem Schriftstück in der Hand. Als er unsere Anwesenheit bemerkte, richtete er sich auf. »Was haben Sie mit der italienischen Prinzessin angestellt?« wollte er wissen und sah mich scharf an. Ich erstarrte. »Das Geld! Ich hatte es völlig vergessen.« Unsere kleine Verschwörung mit dem Ziel, Menschen zu bewaffnen, die der König als Feinde betrachtete, war schlimmer als jedes andere Szenario, für das ich mich gewappnet hatte. »Ich weiß nicht, was Sie meinen«, log ich und warf Max einen Blick zu, obwohl er die Wahrheit kannte, blieb er ruhig.
Seit Jahrzehnten bemühen wir uns um eine Allianz mit Italien und ganz plötzlich ist die königliche Familie daran interessiert, uns als Gäste zu empfangen. Allerdings, der König nahm den Brief und suchte nach der entsprechenden Passage. Ah, da steht es. Wir würden uns mehr als geehrt fühlen, wenn Eure Majestät und seine Familie uns mit ihrer Anwesenheit beehren, wobei wir darauf hoffen, dass Lady America ebenfalls dabei sein wird. Nachdem wir alle Mitglieder der Elite kennengelernt haben, können wir uns kein Mädchen vorstellen, das geeigneter wäre, in die Fußstapfen der Königin zu treten. Wieder richtete er den Blick auf mich. Was haben Sie getan? Als mir bewusst wurde, dass ich der ganz großen Katastrophe entronnen war, entspannte ich mich ein wenig. Ich habe nur versucht, zu der Prinzessin und ihrer Mutter besonders höflich zu sein, als sie hier waren. Mir war nicht klar, dass sie mich so sehr schätzen. König Clarkson verdrehte die Augen. Sie führen etwas im Schilde. Ich habe sie beobachtet. Sie sind aus einem bestimmten Grund hier. Und dieser Grund ist ganz bestimmt nicht mein Sohn. Bei seinen Worten drehte sich Maxon zu mir. Ich wünschte, ich hätte den aufkeimenden Zweifel in seinen Augen nicht gesehen. Ich schüttelte den Kopf. Das ist nicht wahr. Wie hat es ein mittelloses Mädchen ohne Beziehungen und ohne Macht dann geschafft, unser Land einen solchen Schritt voranzubringen und Kontakte zu knüpfen, um die wir uns seit Jahren bemühen? Wie? Mir wurde bewusst, dass der König im zwischenmenschlichen Bereich vieles einfach nicht wahrnahm. Nicht ich, sondern Nicoletta war diejenige gewesen, die ihre Hilfe angeboten und gefragt hatte, wie sie sich für eine Sache einsetzen konnte, die sie für wichtig und richtig hielt. Hätte König Clarkson mich wegen etwas beschuldigt, für das ich tatsächlich verantwortlich war, hätte mich seine lauter werdende Stimme eingeschüchtert. Doch so, wie die Dinge lagen, kam er mir fast wie ein Kind vor. Also sprach ich selbst ganz leise. Sie wollten doch, dass wir Ihre ausländischen Gäste unterhalten. Ich hätte diese Damen sonst nie kennengelernt und Prinzessin Nicoletta war diejenige, die mir geschrieben und mich eingeladen hat. Ich habe mich nicht um eine Reise nach Italien bemüht. Wenn Sie selbst sich etwas entgegenkommender verhalten hätten, bestünde vielleicht schon seit Jahren eine Allianz mit Italien. Er erhob sich energisch. Passen Sie auf, was Sie sagen. Maxon legte den Arm um mich. Vielleicht ist es besser, wenn du jetzt gehst, America. Erleichtert wandte ich mich zur Tür. Ich brannte darauf, mich so schnell wie möglich von seinem Vater zu entfernen. Doch König Clarkson hatte anderes im Sinn. Hier geblieben, befahl er. Ich habe noch mehr zu sagen. Dieser Brief ändert alles. Wir können mit dem Casting jetzt nicht noch einmal von vorn beginnen und damit riskieren, die Italiener zu verärgern. Sie sind sehr einflussreich. Wenn wir sie als Verbündete gewinnen, wird uns das viele Türen öffnen. Maxon nickte. Er schien über diese Wendung ganz und gar nicht traurig zu sein. Er hatte sich ja bereits die Entscheidung getroffen, uns hier zu behalten. Doch wir mussten mitspielen und den König im Glauben lassen, dass er allein die Kontrolle hatte. Wir müssen das Casting einfach nur noch weiter in die Länge ziehen. Schlussfolgerte König Clarkson. Das Herz wurde mir schwer. Wir müssen den Italienern Zeit geben, die anderen Mädchen als akzeptable Optionen anzusehen, ohne sie dabei vor den Kopf zu stoßen. Vielleicht sollten wir bald eine Reise dorthin planen, um jedem Mädchen die Gelegenheit zu geben, sich von der besten Seite zu zeigen. Er wirkte schrecklich zufrieden mit sich, stolz auf diese Lösung. Ich fragte mich, wie weit er gehen würde. Vielleicht würde er Celeste entsprechend instruieren. Oder ein privates Treffen zwischen Chris und Nicolette arrangieren. Ich traute ihm zu, dass er mich absichtlich in ein schlechtes Licht drücken würde, so wie er es auch beim Gerichtstag versucht hatte. Wenn er all seine Mittel ausschöpfte, ohne sich dabei zu verraten, war ich nicht sicher, ob ich noch eine Chance hatte. Und selbst wenn man den politischen Aspekt außen vor ließ, mehr Zeit bedeutete auch mehr Möglichkeiten, mich zum Narren zu machen. Vater, ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist, widersprach Maxon. Die Damen der italienischen Königshauses haben bereits alle Kandidatinnen kennengelernt. Wenn sie ihre Vorliebe für Amerika so deutlich zum Ausdruck bringen, dann liegt das vermutlich daran, dass ihnen an ihr etwas gefällt, was die anderen drei Mädchen nicht haben. Das kannst du doch nicht einfach ignorieren. Der König schaute Maxon an, seine Augen funkelten böse.
Dann wirst du deine Entscheidung also jetzt verkünden? Ist das Casting zu Ende? Mein Herz hörte auf zu schlagen. Nein, erwiderte Maxon in einem Ton, als ob allein schon der Gedanke absurd wäre. Ich bin mir nur nicht sicher, ob dein Vorschlag in die richtige Richtung geht. König Clarkson setzte sich wieder und stützte das Kinn in die Hände. Er blickte zwischen Maxon und mir hin und her, als seien wir eine Gleichung, die er nicht lösen konnte. Sie muss sich erst als vertrauenswürdig erweisen. Bis dahin darfst du dich nicht für sie entscheiden, sagte er mit unnachgiebigem Blick. Und wie soll sie das bewerkstelligen? Was schlägst du vor? Entgegnete Maxon. Welchen Beweis benötigst du, damit du zufrieden bist? Der König hob die Augenbrauen. Die Fragen seines Sohnes schienen ihn zu amüsieren. Er überlegte einen Moment und zog dann einen kleinen Ordner aus der Schreibtischschublade. Auch wenn man ihre kleine Ansprache neulich während des Berichts außer Acht lässt, scheint zwischen dem Kasten momentan ein wenig Unfrieden zu herrschen. Ich suche nach einer Möglichkeit, um die Gemüter zu besänftigen. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass jemand, der so frisch und jung ist und, ich darf wohl sagen, so populär wie Sie, das vielleicht viel besser könnte als ich. Er schob den Ordner über den Schreibtisch. Wie es scheint, tanzen die Leute gern nach ihrer Pfeife. Vielleicht sind sie ja bereit, eine meiner Melodien für sie zu spielen. Ich klappte den Ordner auf und las den ersten Abschnitt. Was ist das? Nur ein paar Bekanntmachungen. Wir kennen natürlich die Kastenzusammensetzung in den einzelnen Provinzen und Gemeinden, so dass wir sie speziell auf die verschiedenen Gegenden zugeschnitten haben. Es soll die Bevölkerung ein bisschen anspornen. Worum geht es, America? Fragte Maxon verwirrt von den Worten seines Vaters. Es klingt wie Werbung, antwortete ich. Die Texte werben dafür, in der eigenen Kaste glücklich zu sein und keinen engen Kontakt mit den Angehörigen anderer Kasten zu pflegen. Vater, worum geht es hier wirklich? Der König lehnte sich entspannt in seinem Stuhl zurück. Es ist nichts Wichtiges. Ich versuche lediglich, etwas gegen die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu tun. Unternehme ich nichts, wirst du mit einem Aufstand konfrontiert werden, wenn ich die Krone an dich weitergebe. Wieso das? Von Zeit zu Zeit neigen die niedrigeren Kasten dazu, aufzubegehren. Das ist ganz natürlich. Daher müssen wir ihre Wut und ihre aufrührerischen Gedanken im Keim ersticken, bevor sie sich zusammenschließen und unsere große Nation zu Fall bringen. Maxon starrte seinen Vater an, er schien noch immer nicht ganz zu verstehen. Hätte es mir nicht von den Sympathisanten erzählt, wäre es mir wahrscheinlich ebenso ergangen. Der König wollte das Teile und Herrsche Prinzip anwenden. Er wollte die einzelnen Kasten dazu bringen, dankbar für das zu sein, was sie hatten. Auch wenn man sie behandelte, als zählten sie gar nicht. Und er wollte sie überzeugen, sich nicht mit den Angehörigen anderer Kasten abzugeben, weil eine Verständigung zwischen den Bevölkerungsschichten ohnehin nicht möglich sei. Das ist Propaganda, zischte ich. Das Wort kannte ich aus Dads altem Geschichtsbuch. Nein, nein, versuchte der König mich zu besänftigen. Es ist ein Vorschlag, es ist eine Bestätigung, eine Art Philosophie, damit unser Land weiterhin glücklich ist. Glücklich? Wollen Sie mir ernsthaft erzählen, dass ein Siebener? Ich suchte nach der entsprechenden Passage. Ihre Aufgabe ist möglicherweise die bedeutendste in unserem Land. Sie leisten harte Arbeit, um die Straßen und Gebäude zu bauen, die unserer Nation Gestalt verleihen. Ich suchte nach weiteren Sätzen. Kein Zweier oder Dreier kann es mit ihren Fähigkeiten aufnehmen. Also wenden sie auf der Straße den Blick von ihnen ab. Es gibt keinen Grund, mit denen zu sprechen, die im Kastensystem über ihnen stehen, jedoch einen viel geringeren Beitrag für unser Land leisten als sie. Maxon wandte sich an seinen Vater. Das wird unser Volk entzweien. Im Gegenteil, es hilft den Menschen, sich mit ihrer Situation abzufinden und gibt ihnen das Gefühl, dass der Palast nur ihr Bestes will. Wollen Sie das denn? Fragte ich. Natürlich will ich das, brüllte der König unvermittelt.
Sein Wutausbruch ließ mich ein paar Schritte zurückweichen. Das Volk muss am kurzen Zügel geführt werden, mit Scheuklappen genau wie Pferde. Wenn man die Schritte der Menschen nicht lenkt, laufen sie in die Irre, laufen direkt in ihr Verderben. Vielleicht gefallen ihnen diese kleinen Ansprachen nicht, aber sie werden mehr bewirken, mehr bewahren, als sie ahnen. Als er geendet hatte, schlug mein Herz noch immer schnell. Schweigend stand ich mit dem Ordner in der Hand da. Natürlich war er außer sich. Alles, was außerhalb seiner Kontrolle geschah, zerstörte er. Er sah jegliche Veränderung über einen Kamm und nannte sie Verrat, ohne sich überhaupt näher damit zu befassen. Und jetzt wollte er mich dazu zwingen, das zu tun, was Gregory Ilea getan hatte, sein Volk zu spalten. »Ich kann das nicht«, flüsterte ich. »Dann können Sie meinen Sohn nicht heiraten«, antwortete er ruhig. »Vater«, König Clark snob die Hand. »Nun ist es soweit, Maxen. Ich habe dich deinen Weg gehen lassen, aber jetzt müssen wir verhandeln. Wenn du willst, dass dieses Mädchen bleibt, dann muss sie gehorchen. Wenn sie nicht einmal bereit ist, die einfachste Aufgabe zu erfüllen, kann ich daraus nur den Schluss ziehen, dass sie dich nicht liebt. Und wenn das der Fall ist, verstehe ich nicht, warum du sie überhaupt willst.« Ich blickte den König an. Ich hasste ihn dafür, dass er Maxen auf solche Gedanken brachte. »Tun Sie es? Lieben Sie ihn überhaupt?« »Unter diesen Umständen würde ich Max meine Liebe bestimmt nicht geschehen. Nicht nach diesem Ultimatum, nicht aus taktischen Gründen.« Der König legte den Kopf schief. »Wie bedauerlich, Maxen. Sie muss erst darüber nachdenken.« »Bloß nicht weinen, bloß nicht weinen.« »Ich gebe Ihnen etwas Zeit, um herauszufinden, wo Sie eigentlich stehen. Wenn Sie das hier nicht tun, dann pfeife ich auf die Regeln des Castings und werfe sie an Weihnachten höchstpersönlich aus dem Palast. Das wird ein ganz besonderes Geschenk für ihre Eltern werden.« »Noch 3 Tage.« Er lächelte. Ich legte den Ordner auf seinen Schreibtisch und ging aus dem Zimmer, wobei ich den Drang zu rennen mit aller Macht unterdrückte. Ich wollte ihm keinen weiteren Anlass geben, mich zu kritisieren. »America«, rief Maxen, »bleib hier.« Ich ging weiter, bis er mich am Handgelenk packte und mich zwang, stehen zu bleiben. »Was zum Teufel sollte das?« »Er ist verrückt.« Ich war den Tränen nahe, aber ich schluckte sie hinunter. Wenn der König aus dem Zimmer kam und mich so sah, würde ich das nicht überleben. Maxen schüttelte den Kopf. »Ich meine nicht ihn, sondern dich. Warum willst du es nicht tun?« Fassungslos sah ich ihn an. »Es ist eine List, Maxen. Alles, was er macht, ist hinterlistig.« »Wenn du ja gesagt hättest, hätte ich das Casting an Ort und Stelle beendet.« »2 Sekunden vorher hattest du die Chance dazu und hast es nicht getan. Wie kann es also meine Schuld sein?« gab ich ungläubig zurück. »Weil«, erwiderte er nachdrücklich, »du mir deine Liebe verweigerst. Liebe ist das Einzige, was ich mir von diesem ganzen Wettbewerb gewünscht habe. Und immer noch enthältst du sie mir. Ich warte und warte, dass du dich mir offenbarst. Aber du tust es einfach nicht. Wenn du es vor ihm nicht laut aussprechen konntest, meinetwegen. Aber du hättest einfach zustimmen können. Das hätte mir schon gereicht. Warum sollte ich das, wo er mich anscheinend noch immer nach Belieben rauswerfen kann, obwohl wir beide angeblich so eng verbunden sind? Wo er mich wieder und wieder demütigt und du stehst tatenlos daneben? Das ist keine Liebe, Maxen. Du weißt nicht mal, was Liebe ist.« »Zur Hölle damit! Hast du irgendeine Ahnung, was ich durchgemacht?« »Maxen, du warst derjenige, der gesagt hat, er wolle nicht länger streiten. Also liefer mir bitte keine Gründe dazu.« Ich stürmte davon. Was hatte ich hier bloß noch verloren? Ich quälte mich für jemanden, der keine Ahnung hatte, was es bedeutete, zu einem Menschen zu stehen. Und das würde er auch nie. Denn Maxens ganzes Verständnis von Romantik drehte sich einzig und allein um das Casting. Er würde es nie verstehen. Als ich die Treppe fast erreicht hatte, wurde ich jäh zurückgerissen. Maxen umklammerte meine Oberarme. Ich bebte noch immer vor Wut, doch seine Haltung hatte sich inzwischen völlig verändert. »Ich bin nicht er«, sagte er. »Was?« fragte ich und versuchte mich loszumachen. »America, hör auf!«
Ich schnaubte und gab es auf, mich zu wehren. Weil mir nichts anderes übrig blieb, blickte ich ihn an. Ich bin nicht er, verstehst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Maxon seufzte. Ich weiß, dass du jahrelang deine Gefühle an einen Mann verschwendet hast, von dem du annahmst, er würde dich für immer lieben. Und dass dieser Mann mit den Härten des Lebens konfrontiert wurde, hat er dich fallen lassen. Seine Worte ließen mich erstarren. Ich bin nicht er, America. Ich habe nicht die Absicht, dich aufzugeben. Ich schüttelte den Kopf. Du verstehst es einfach nicht, Maxon. Vielleicht hat er mich aufgegeben, aber wenigstens kannte ich ihn. Nach all der Zeit habe ich noch immer das Gefühl, es stünde etwas zwischen uns. Das Casting zwingt dich dazu, deine Zuneigung nur scheibchenweise zu verteilen. Ich werde nie alles von dir bekommen. Keine von uns wird das. Als ich mich diesmal aus Maxons Armen wand, hielt er mich nicht zurück.